Der S-Bahn-Verkehr wird damals ausschließlich von der Baureihe 420 bestimmt. Mitte der 90er Jahre noch in der traditionellen Farbgebung. Seit 1978 gibt es in Stuttgart ein S-Bahn-System mit der Baureihe 420. Zunächst gehen 65 Kilometer in Betrieb. Mit den Jahren wächst das Netz stetig weiter, bis zum heutigen Stand auf 215 Kilometer. Seit Anfang der 2000er Jahre ist die Baureihe 423 unterwegs. Mit ihnen werden die ersten 420er abgelöst. In Stuttgart sind und waren 420er der Lieferserien 7 und 8 konzentriert, die in den Jahren 1989 bis 1997 ausgeliefert wurden. Deutliches Unterscheidungsmerkmal zu den älteren Typen sind die modernen Schwenkschiebetüren. Der Fahrgastraum ist in den langen Einsatzjahren mehrmals modernisiert worden. Die Technik der 420er stammt noch aus den 70er Jahren. Auch die zuletzt gebauten sind kaum moderner. Trotzdem können die Triebwagen mit den neuen immer noch gut mithalten. Vor dem Hauptbahnhof wird die Rosensteinbrücke überquert. Mit Beginn des neuen S-Bahn-Netzes ist die Tunnelstrecke zwischen Hauptbahnhof und Schwabstraße in Betrieb. Seit 1985 führt der Tunnel bis zur Gäubahn im Süden.
Mit dem Erscheinen der neuen Baureihe 430 sind die Tage der 420 gezählt. 2013 sind sie noch auf der S6 Balderstadt-Schwabstraße unterwegs.